1961 ging er zum ersten Mal auf Sendung. 49 Jahre später bekommt er nun seinen wohlverdienten Leinwandauftritt. Cartoon-Ikone Yogi Bär. In 3D und detaillierter als je zuvor. Doch manche Dinge ändern sich nie. Hack mich ein! Bist du sicher, dass das klappt, Yogi? Du weißt doch, Bubu, ich bin schlauer als der gewöhnliche Durchschnittsbär! Es gab keinen Mittwochnachmittag, an dem ich nicht Yogi Bär geguckt habe. Ich mochte, dass er von allen Zeichentrickfiguren die zugänglichste und freundlichste war. Und er besaß keinerlei böse Charakterzüge. Ich bin so schlau, dass es weh tut. Du stehst auf dem Lötkolben. Ach, deswegen? Heiß, 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 heiß. In Yogis Heimat, dem Jellystone-Nationalpark, hat Ranger Smith das Kommando. Filmemacherin Rachel schaut ihm bei seiner Arbeit über die Schulter. Ich hörte, Sie hätten einen ungewöhnlichen Braunbären. Einen Braunbären? Ja, einen, der spricht. Die sind ja so selten. Nein, da klingelt bei mir nichts. Ich glaube, er steht auf dem Dach und versucht, ihr Mittagessen zu klauen. Ich rieche Erdnussbutterbrot. Ich wollte weg von der klassischen Figur des Ranger Smith, der eher einem Ninja-Kämpfer glich. Stattdessen wird er durch mich zu einem Naturburschen, der seinen Park liebt und für ihn lebt. Doch der geliebte Park schwebt in großer Gefahr. Der böse Bürgermeister und sein Stabschef wollen den Park an eine Holzfällergesellschaft verkaufen. Also liegt es an Ranger Smith, Rachel, Yogi und Bubu, den Jellystone Park zu retten. Soll ich euch ein bisschen einheizen? Und zu diesem Zweck erscheint ihnen keine Aktion zu waghalsig. Yogi! Yogi, dein Umhang! Ich weiß, er ist brandneu! Und er brennt! Oh, Feuer! Bei der technischen Umsetzung von Yogi Bär ist nicht nur die Produktion in 3D erwähnenswert. Die Bären bewegen sich als animierte Charaktere in einer realen Umgebung. Festhalten, Bubu! Was machen wir jetzt? Hast du die Sicherheitshinweise gelesen? Da ist nur ein Bild von uns beim Schreien. Die Figuren von Yogi und Bubu sind meiner Meinung nach die ausgeklügelsten Computercharaktere, die jemals in einen Film dieser Art integriert wurden. Es ist so ein lustiger, charmanter und einzigartiger Film. Mit einem visuellen Stil, den man so bisher noch nicht gesehen hat. Anything we've seen before. Alles klar, Yogi? Erstens! Schildkröte! Ich sehe nicht! Die Charaktere in Yogi Bär sind einfach gestrickt. Sie transportieren Nostalgie, aber gleichzeitig auch das Gefühl eines modernen Familienfilms. Yogi, nimm meine Tatze! Entschuldigung. Es ist der perfekte Film für die ganze Familie. Die Eltern können in Nostalgie schwelgen und die Kinder, die die alten Cartoons nicht kennen, werden sich in Yogi Bär verlieben. Viel Charme, Wortwitz und gelungene Slapstick-Einlagen, das zeichnet die Abenteuer von Yogi Bär aus. Damals wie heute ist Yogi ein Bär für alle Altersklassen.